mal, wir hatten noch so eine Tafel gerade noch aufgehoben. Ah ne, das ist beides Dreier. Okay. Schade. Bei mir dauern Powernaps ähnlich lange wie in Gothic. Ja, ja. Oh, was steht denn da? Ist der Greg? Nee. Oder? Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Hallo, Fumanchu. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Wenn der wüsste, vor wem er steht, ja? Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Du kannst nicht in mich reinkriechen. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Oh, diese Katze, die haart so unheimlich doll. Ich muss erst nochmal staubsaugen hier. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Leo. Du altes Haarmonster. Achtung, Staubsauger ASMR. Gefährlichste und einzige Piraten in Korinis. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Naja, der Staubsauger könnte ihn ja angreifen. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ja, aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ja. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern.
Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Tipp, 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 tipp. Ja, Entschuldigung. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Für das Ganze ganz schön schnell? Wie für das Ganze? Ja, werde vorher den Rasierer schnappen. Ich sehe aus wie ein norwegischer Holzfäller. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit, ja, ne? Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ach so, wollten wir nicht die Sumpfratten töten vorher? Ja, okay. Na gut. Das mit dem Händewaschen war eine Lüge? Nee, das Handtuch liegt jetzt im Flur. Und ich bin ein bisschen außer Puste. Wehe, ich krieg hier keine Erfahrung. Doch, krieg ich. Okay. Hä, wieso? Hat er den schon gelootet, oder was? Gott, hier müsste ich nicht reinfallen, oder? Punkte geben die. Oh, habe ich jetzt den Jack angeschossen? Nee, ne? Kopf einer Fangheuschrecke. Okay. Da sah ganz gut, dass ich mit dem gegangen bin hier. Der macht kurzen Prozess mit den Viechern. Ein Mistvieh weniger. Oh, es klingt ja ganz schön stürmisch hier. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Achso, wir sind doch Ratten. Okay, ich dachte, der bringt mich jetzt zum Piratenlager. Oh, wie hübsch, hä? Huch. Wo denn? Oh, diese. Ein Mistvieh weniger. Ich hab wieder auszusehen auf den Jack geschossen. Ich glaube, ich nehme meine Waffe nicht mehr in die Hand, ey. Boah, geben die viel Erfahrung. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam 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 dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam 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 dam. Denk daran. Dam 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 dam. Was? Du bist nicht allein, hat er jetzt geschluckt. Dankeschön, Kermit, für dein Singen und für die Bites. Dankeschön. Hallo, Silbermolly. Gothic Thread, yes. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Ich guck aber vorher, ob hier noch was ist. Hier liegt doch bestimmt was rum.
Ach, ein Varan. Oh, mein Herz. Es war ein Varan. Ich klang gerade, glaube ich, wie Kate Winslet in Titanic, oder? Jack! Komm schon! Jack! Jack, nein! Jack! Hey, du. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Wichtig ist, wieder helfen, noch Platz machen, wenn du auf dem Holzbrett liegst. Nee, mein Holzbrett. Die Holztür. Bitte stellt eure Lautstärke etwas leiser. Die Gefahr von quietschenden Geräuschen, Hörschäden zu erleiden, kann sonst nicht ausgeschlossen werden. Ich kann deinen Namen wieder nicht lesen. Hallo. Wie ein Alki, dem die Flasche weggenommen. Boah. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Wie fies ihr seid. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Streamer oder die Moderatoren. Henry ist euer Anführer? Ja, yeah, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig, aber der ist zurzeit nicht da. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Na klar. Jetzt nehme ich dem auch noch seinen Schlafplatz und sein Essen und so weg. Naja. Oh, Fleischwanzen! Ich habe schon gefragt, was er die ganze Zeit so rumfiebt. So, jetzt ist ja Ruhe. Okay, wir sind im Canyon. Ob ich das überlebe? Der Jack hatte halt auch nicht volle HP, ne? Oh, schieß doch wieder. Oh. Ich habe Angst, dem weh zu tun. Ich will dem... Ach, guck, jetzt heilt er sich. Jetzt hat er sich geheilt. Okay. Aber schon nett von den Spieleentwicklern, oder? Dass sie dafür sorgen, dass man hier so Erfahrung für Mau bekommt. Na gut, irgendeiner muss ja auch looten, ne? Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier. Nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo Schuldes. Am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher.
Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Er hat's gemerkt, ja. Aber was soll ich machen, wenn er die so schnell umbringt? Guck mal hier. Hier, nimm den Heiltrank. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Ja. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Tiere ausschlachten, das klingt immer so fies, ey. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Was? Du bist schon zu gut. Ah. Und immer nur am Bauch aufschneiden, sonst verminderst du die Qualität. Waren die nicht irgendwie, dass sie gegen Feuer unverwundbar sind? Weiß ich nicht. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Aber mal ehrlich, was soll ich denn machen? Ich dachte, der kriegt jetzt wenigstens ein Danke, dass ich ihm den Heiltrank gegeben habe. Aber naja. Wie viel? 4 Punkte habe ich jetzt noch. Okay. Aber es schafft die Ratten, glaube ich, noch gar nicht alleine. Die geben 120 Erfahrungspunkte. Ist halt schon krass. Wüstenratte. Kannst du mir mal sagen, warum ich dich mitnehme? Na, irgendjemand musste doch das ganze Zeug tragen. Oder nicht? Haben 999 Schutz vor Feuer. Ach krass. Die sollen quasi wie Kakerlaken sein, so die auch so einen Atomanschlag überleben würden. Wahrscheinlich. Hola. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Freund. Das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Ich will da rein. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? What? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Und für mich siehst du aus wie jemand, der Gold hat. Nein. Also wird dich so ein kleiner Zoll nicht gleich umbringen. 500? Oder sind deine feinen Klamotten etwa geklaut? Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Craigs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet. Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind.
Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihm und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deine Wegzoll bezahlt. Der Skip ist aber gar nicht hier, der ist aber ganz anders. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Ich werde mich wohl um die Banditen im Turm kümmern müssen. Nichts leichter als das. Der ist rechts, okay. Oh Gott. Ob der Jack mir nochmal hilft, hä? Der hat da nichts zu tun. Nee? Leider nein, leider gar nicht. Das ist ein bisschen... Oh, nur jetzt stehen ja auch noch... Ja! Was habt ihr denn bitte für eine... Akku-Range? Die haben angefangen! Es war Notwehr. Oh, haben die alle so eine Akku-Range oder was? Wie viele sind denn das? Ich sehe drei. Warte mal, wir tauschen mal den Ring gegen... Was haben wir denn hier noch? Gravierter Ring? Der Überseehändler gilt Araxos. Ich weiß gar nicht, was ich damit mache. Schutz vor Magie. Toll. So, halt, ich muss mich noch heilen. Du schaffst das. Es sind drei. Und zwei mit Bogen. Klasse. Ne, drei mit Bogen. Hier fliegen gleich dreimal die Pfeile. Lol. Lol. Echt? Echt jetzt? Für mich sah das nach Mord aus. Niedere Beweggründe aus. Nein! Es war ein Unfall. Ja, guck, der... Ich habe ganz viele Zeugen. Puh. Oh, ich habe den sogar gleich getroffen. Lol. Lol. Hi. Kommode, danke schön für dein Follow. Hä? Wie schnell resetten die denn? Claudi, treffen, du musst. Ah, warte mal, einer ist hier vorne. Uff da, uff da, uff da, uff da. Ah! Nein, nicht auf mich schießen! No! Nein! Das war's für dich. Toll. Meine Erfahrungspunkte. Noch nicht mal Gold. Deine Waffe nehm... Gar nicht, die habe ich schon genommen. Mann, die schönen Erfahrungspunkte. Nochmal? Nochmal oder froh sein, dass er kaputt ist. Die Goblins sind außersehen in die Pfeillaufbahn gelaufen. Ja, so war das nämlich.
Bin ich jetzt einfach froh, dass ich den geschafft habe, oder lade ich nochmal, um die Erfahrungspunkte zu bekommen? Was sagt ihr? Schaffe ich das überhaupt? Wollen wir speichern mal das? Ja, falls ich es gar nicht hinbekomme. Falls ich es gar nicht hinbekomme, dann, ja. Treffen, du musst, Handhart! Das ist echt gruselig, wenn die Pfeile so neben einem einschlagen. Ach, die hauen diese... Ich treffe leider nichts. Gott, sind die dumm. Ein Mist, viel weniger. Ah! Hoch runter, hoch runter. Ah, es ist schwierig, schwierig. Die rennen mir aber auch nicht hinterher. Was soll denn das? Treffe ich die doch nicht, wenn die da so komisch. Scheiße! Können die mal bitte hier runterkommen? Kommt der jetzt runter? Nee. Oh, das ist so scheiße! Ich krieg die halt auch nicht abgeschossen, weil ich jetzt immer gegen die Steine schieße. Boah. Hallo, Karamia. Zusätzlich ungünstiger Wind. Genau. Genau. Oh, scheiße. Es ist echt schwer. Nein, ihr schießt jetzt nicht mit dem Pfeil auf Mist. Ihr Arschis! Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Die haben zwar jetzt leider auch so eine Fangheuschrecke weggemacht, aber kann mir ja erstmal egal sein. Wieso waren das jetzt so einfach? Das war überhaupt nicht geschummelt. Ich hab einfach draufgehauen. Auf die bösen Burschen. Zum Glück gibt es in Gothic 3 Pfeilbündel. Ja, da muss man nicht mal jeden Pfeil einzeln aufheben, da gibt es dann Bündel. Hast du Pause? Bist du denn erfolgreich gewesen? Hast du viele Pokémon gefangen?
ob es hier noch mehr gibt. Also noch mehr Banditen oder nur die, die hier unten waren? Wir ziehen mal vorsichtshalber die Waffe. Man kann ja nie wissen. Und wir haben jetzt keine Angst mehr, ne? Wir hauen einfach drauf. Okay. Dieser Turm ist kaputt. Jupp, sehr schön. Spielst du auch Pokémon Go oder ist das schon wieder vorbei, der Hype? Wo ist denn jetzt hier die Heuschrecke? Ich will auch noch die Heuschrecke versuchen. Ah, da. Oh, die rennt ein bisschen kopflos rum. Nein. Baum oder was ist denn das schon wieder? Wir haben heute schon viele lustige Sachen gesehen. Blattläuse? Blattläuse? Lull! Die eine, die wollte wahrscheinlich auch auf den Baum und ich habe, die hat aber nicht mehr drauf gepasst. Hallo? Wie macht man die jetzt kaputt? Hallo? Nee. So nicht. Ha. Das klingt, als würden die auf der Trillerpfeife rumpfeifen. Okay, die müssen wir wahrscheinlich einmal resetten lassen. Also so, ich muss halt von dem Gebiet weg, damit die einmal resetten können. Vorhin sagt er vorhin noch so, Nacht des Raben ist er so verbuggt. Nö, 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 nichts verbuggt. Wo sollen hier was verbuggt sein? Ist alles so, wie es sein muss. Wer kennt sie nicht? Die gemeine Palmgottesanbeterin. Schon ein bisschen wie Witz. Ah, hier gibt es schön viele Dunkelpilze. Das finde ich super. Fast wie LOL. Wie, echt? Okay. Muss ich mal irgendwo ein Video angucken. Die... Das ist so witzig. Blattläuse. Aber wir müssen die eine noch looten. Ich hab die noch nicht gelootet. Alles. Okay, ich krieg die offensichtlich alle ein bisschen besser kaputt, als ich dachte.